Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Mathepool. Heute kommen wir zu Aufgabe 4, ETH Zürich Aufnahmeprüfung aus dem Herbst 2003. Dies ist die zweite Serie. Gegeben ist folgende Funktion, f von z gleich 1 plus i, dividiert durch z, und z ist aus den komplexen Zahlen. Das entspricht der imaginären Einheit. Da haben wir es mit der Normalform zu tun und der Abbildung einer Geraden um 3 f. So, hier sind wir bei der genauen Aufgabenstellung. Wie gesagt, um diese Funktion geht es. Und hier haben wir mehrere Aufgaben. A. Berechnen Sie f von i und f von 3 minus i. Geben Sie die Resultate in Normalform an. B. Berechnen Sie die Lösungen der Gleichung f von z gleich z. Auch hier Resultate in Normalform. C. Zeigen Sie, das gilt f von z ist gleich z. Und dann noch D. Welches Bild hat die Gerade g mit der üblichen Koordinatengleichung g Doppelpunkt y ist gleich x plus 1 unter dieser Abbildung? Gut, das ist die Aufgabenstellung. Kommen wir zur Lösung. So, kommen wir zu Aufgabe A. Hier haben wir nochmal die Funktion hingeschrieben und jetzt gilt es, das z durch das i zu ersetzen für diese Funktion. Da sind wir hier. Somit erhalten wir 1 plus i dividiert durch i. Um das Ganze auf Normalform zu bringen, müssen wir mit minus i multiplizieren. I mal i gibt ja minus 1, also zur Erinnerung vielleicht, i ist ja die Wurzel aus minus 1. Gut, da gibt das natürlich 1 und das kann man jetzt ausmultiplizieren, dann kommen wir auf minus i plus 1 oder jetzt korrekt, man stellt immer den Realteil als erstes da, also 1 minus i. Gut, kommen wir zur zweiten Aufgabe, f von 3 minus i, das geht genau gleich. Hier haben wir 1 plus i dividiert durch 3 minus i. Jetzt multiplizieren wir Nenner und Zähler mit dem konjugiert komplexen, also 3 plus i jeweils. Da müssen wir eben auch ausmultiplizieren, den Nenner. Das kann man immer sofort hinschreiben, da muss man gar nicht groß so ausmultiplizieren. Der Imaginärteil fällt ja da immer weg. Da kann man 3 mal 3 plus 1 gibt eben 10. Dann kommt man auf diese Darstellung. Und somit können wir das noch kürzen auf 1 Fünftel plus i mal 2 Fünftel. Gut, das war Aufgabe A. So, hier kommen wir jetzt zur Aufgabe B. Berechnen Sie die Lösungen der Gleichung f von z gleich z. Resultate in Normalform. So, wir haben also diese Ausgangsgleichung f von z gleich z. F von z entspricht ja dem hier, also bekomme ich z² gleich 1 plus i. Auch hier ein kurzes Intermezzo nach dem Fundamentalsatz der Algebra. Hat eine Gleichung n-ten Grades genau n Lösungen. Und wenn wir das jetzt nochmal uns in Erinnerung rufen, n-te Wurzel aus z ist gleich z hoch 1 dividiert durch n. Also z kann man schreiben als a plus i b oder manche schreiben auch eben x plus i y. Ist egal, was man hier für eine Notation nimmt. Und das ist eben hoch 1 dividiert durch n. Und das bekommt man dann
kann man so darstellen als nte Wurzel aus r Cosinus Phi plus K mal 2Pi durch n plus I mal Sinus Phi plus K mal 2Pi durch n. Wie man auf diesen Winkel kommt, dazu kommen wir gleich. Und K nimmt hier die Werte 0 bis n minus 1 an. Gut, das kann man natürlich so gemäß Euler schreiben. So, mit hier kommen ja a und b nicht mehr vor, das muss also in r sein. R ist also die Wurzel von a Quadrat plus b Quadrat und der Winkel phi arcus tangens b dividiert durch a. Für k gleich 0 nimmt man das den Hauptwert. Und ja, kommen wir jetzt zur Aufgabe. Also hier haben wir c² gleich 1 plus i. Jetzt können wir mal den Radius und phi ausrechnen. Radius gibt Wurzel 2, phi pi Viertel. Und so können wir mal das vielleicht so darstellen. Z 0, 1. Also hier habe ich fürs k, er nimmt den Wert 0 an und dann 1. Ist gleich die vierte Wurzel aus 2 mal e hoch i pi Viertel plus k, jetzt eben 0, 1 mal 2 pi halbe. So, kommen wir, was ist hier gemeint jetzt mit dieser Schreibweise? Also k 0 ist gleich 0, z 0 ist gleich vierte Wurzel mal e hoch i. Das fällt ja weg bei 0, 0 mal 2 pi ist 0. Somit habe ich hier nur noch Pi Achtel. Das ist eben vierte Wurzel aus 2 mal, und jetzt können wir das eben in aufspalten, Cosinus Pi Achtel, das ist der Realteil, plus I mal Sinus Pi Achtel, Imaginärteil. Und hier bekommen wir vierte Wurzel von 2 mal Cosinus 22,5 Grad plus I Sinus 22,5 Grad. Gut, ich habe da jetzt verzichtet, das weiter auszurechnen. Jetzt, ich könnte es schnell machen. Da müssen wir vierte Wurzel aus 2 mal Cosinus. So, Enter, okay. Da kommt, das kann man noch hinschreiben. 1, ungefähr 1,1 plus 0,46 plus e mal 0,46. Also gerundet ist das. Ja. Gut, das kann man so schreiben. Dann für k1 gleich 1, da haben wir z1. Jetzt müssen wir hier k gleich 1 nehmen, also die 2pi kommen jetzt dazu. Haben wir diese Darstellung und wenn ich das auf Viertel nehme, habe ich 8 Viertel, also 9 Viertel und das halbe gibt 9 Achtel. Und da habe ich diese Darstellung, das kann ich ja wieder in Cosinus und Sinus darstellen und da bekommen wir vierte Wurzel von 2 mal Cosinus 202,5 Grad plus I Sinus 202,5 Grad. Da braucht man jetzt auch gar nicht mehr groß rechnen, um das Ergebnis hier hinzuschreiben, denn wenn ich das im Kreis anschaue, mit Radius vierte Wurzel von 2 und vielleicht noch das kartesische Koordinatensystem rein, ja, so ungefähr, so, dann liegen wir mit z0 ungefähr jetzt hier und somit muss z1 hier liegen, ungefähr. So, hier sehen wir jetzt auch schön, dass hier alle
Ausdrücke positiv sind und hier muss das Ganze negativ sein. Und der Wert natürlich genau gleich. Also minus 1,1 minus i 0,46. Also auch gerundet. So, das ist jetzt zu B alles. Kommen wir zur Aufgabe C. So, hier sind wir bei Aufgabe C. Die ist relativ schnell gemacht. Wir sollen zeigen, dass f von f und z gleich z ergibt. Ja, da muss man einfach einsetzen. F statt z habe ich hier jetzt f von z, muss ich z mit f von z ersetzen. Und für f von z setze ich wieder das ein. Somit kommen wir auf diesen Ausdruck. Damit das klar ist, habe ich jetzt beides auf Bruch geschrieben. Also die inneren werden multipliziert und die äußeren. Somit kommen wir auf diesen Ausdruck. Das lässt sich kürzen und somit kommen wir auf z. Gut, c, diese Aufgabe ist sehr nützlich für die Aufgabe d, wo wir jetzt dazu kommen. Hier kommen wir jetzt zur Aufgabe d, die letzte von dieser Aufgabe a4. Also d, welches Bild hat die Gerade g mit der üblichen Koordinatengleichung y gleich x plus 1 unter dieser Abbildung? So, dazu werden wir jetzt mal als erstes diese Abbildung hier in Real- und Imaginärteil aufspalten. Z werde ich gemäß hier da schreiben als x plus iy. Weil somit habe ich nachher mit g einfaches Spiel. So, also f und z haben wir gegeben. Das werde ich jetzt, z schreibe ich als x plus iy. Wiederum werde ich es mit Konjugiertkomplex multiplizieren, Nenner und Zähler. Somit erhalten wir im Nenner ein Realteil und hier oben real und imaginär. Das ist, also da haben wir den Realteil x plus y dividiert durch x² plus y² plus i mal x minus y dividiert durch x² plus y². Das sind also jetzt die Abbildungsgleichungen, die haben wir hier. So, jetzt muss ich das Ganze umformen. Und zwar so, dass ich erhalte, x ist gleich irgendwas in Abhängigkeit von u und v und genau das gleiche für y. In c haben wir ja gesehen, dass f von z gleich z ist. Wenn ich die Umkehrabbildung also nehme, komme ich genau wieder auf f von z. Und das kann ich hier ausnützen. Also entweder gehe ich her und komme auf x und y hier, indem ich das Ganze umforme. Das ist ein bisschen Arbeit. Oder aber, wie gesagt, ich nütze mir das Resultat aus Aufgabe C. Und da sehe ich sofort, dass die Umkehrabbildung eben nochmals die Abbildung ist. Und somit kann ich schreiben, x ist gleich, hier vertausche ich einfach, also statt x kommt u und statt y schreibe ich v. Sonst bleibt es alles gleich. Und hier kommt dann x und hier y. Das haben wir hier gemacht. So, und jetzt, was mache ich mit dieser mit diesen Angaben? Das können wir jetzt in unsere Geradengleichung einsetzen. Y und x. Somit erhalte ich diesen Ausdruck. Jetzt kann ich umformen, also mit u² plus v² multiplizieren. Dann kommt man auf diesen Ausdruck. U kürzt sich hier. Wir erhalten u² plus 2v plus v² gleich 0. So, da sieht man noch nicht so schön, was es gibt. Einfacher ist es, wenn man da das natürlich in ein Quadrat zusammenfasst. Also
v plus 1 zum Quadrat ist ja v Quadrat plus 2v plus 1. Deshalb muss ich hier mit einer 1 korrigieren. Und somit erhalte ich u Quadrat plus Klammer v plus 1, Klammer geschlossen, zum Quadrat gleich 1. Und das ist natürlich ein Kreis. Und zwar ein Kreis mit Radius 1 und der Mittelpunkt liegt bei 0 und hier eben minus 1. Das ist also das Bild der Geraden. Gut, das ist schon alles. Ich hoffe, die Aufgabe hat euch gefallen. Freue mich über euer Feedback und bis zum nächsten Mal.